Hey, ich bin Jordan und heute zeige ich dir, wie du in unter 10 Minuten eine ansprechende und individuelle Website für dein Business erstellst. Kurze Info vorweg, ich nutze hier Dish Website aus unserem Professional-Paket mit einem brandneuen Account. Das bedeutet, ich habe keine Daten vorher eingepflegt und wir müssen alles von Beginn an neu einpflegen. Aber legen wir direkt mal los. Wir befinden uns jetzt im Onboarding-Prozess zu unserer neuen Website. Hier werden wir Schritt für Schritt all unsere wichtigen Daten für die Website eintragen, um dann später eine auf uns abgestimmte Website zu haben. Zuerst hinterlegen wir die Öffnungszeiten. Wenn Dish Website deinen Google-Eintrag bereits gefunden hat, sind deine Zeiten hier schon hinterlegt. Da es sich aber hier um einen Test-Account handelt, müssen wir diese manuell eingeben. Das ist aber recht simpel. Wir klicken einfach auf Hinzufügen, wählen die betroffenen Tage aus und tragen die Zeiten ein. Falls man unterschiedliche Öffnungszeiten hat, kann man auch weitere Zeiten eintragen. Im nächsten Schritt wählen wir die angebotenen Services unseres Lokals aus. Desto genauer unsere Angaben hier sind, umso einfacher ist es, später für potenzielle Gäste unsere Website bei Google und anderen Suchmaschinen zu finden. Scrollen wir weiter runter, können wir auch noch unsere akzeptierten Zahlungsmethoden hinterlegen. Gehen wir nun weiter zu unserem Angebot. Hier hinterlegen wir neben unserem Allgemeinangebot auch bestimmte Ernährungshinweise, das Getränkeangebot und ausgewählte Speisen. Auch Infos zu unserem Menü, unserer Küche oder spezifische Eigenschaften unseres Lokals. Zum Beispiel, ob wir ein Business Lunch oder Räumlichkeiten für Geschäftsmeetings anbieten. Bei unserem Angebot ist es auch hier wichtig, so genau wie möglich mit unserer Auswahl zu sein. Ich wiederhole mich jetzt, aber desto genauer die Angaben sind, desto einfacher ist es, für Suchmaschinen gefunden zu werden. Weiter geht's mit der eigenen Internetdomain, also deiner eigenen Adresse im Netz. Du kannst hier ganz einfach deine eigene Adresse mit unseren vorgegebenen Endungen erstellen. Falls du bereits aber eine eigene Internetdomain gesichert hast und diese verwenden möchtest, müssen wir diese etwas später integrieren. Für den ersten Moment wählen wir aber erstmal eine neue. Jetzt fügen wir noch unsere Telefonnummer und E-Mail-Adresse hinzu, denn unsere Gäste sollen uns ja auch irgendwie erreichen können. Möchtest du aber, dass diese Daten nicht direkt auf der Website zu sehen sind, entferne einfach das Häkchen hier unten. Kommen wir nun zur Speisekarte. Falls du deine Speisekarte gerade digital griffbereit hast, bietet es sich an, diese direkt zu hinterlegen. Falls das gerade nicht der Fall ist, kannst du deine Speisekarte auch noch später hinzufügen. Aber denk daran, es nicht zu vergessen. In den meisten Ländern ist es verpflichtend für Website-Besitzer, ein Impressum zu hinterlegen. Die notwendigen Daten können wir hier nun eintragen. Auch wenn du eventuell kein Impressum aufweisen musst, solltest du dir darüber Gedanken machen, trotzdem deine Daten zu hinterlegen, da sie für deine Gäste einen Mehrwert bieten und Vertrauen aufbauen. Das war's auch schon mit den grundlegenden Daten für meine Website. Dish Website hat anhand dieser Daten nun eine individuelle Website für mich gestaltet und ich muss diese jetzt nur noch aktivieren. Hier können wir uns schon mal einen ersten Eindruck von der Website verschaffen. Natürlich kannst du jetzt auch noch deine eigenen Bilder hinzufügen und die Texte anpassen. Dafür aktiviere ich jetzt erstmal die Website und im Admin-Bereich gehen wir dann in den Feinschliff über. Im Admin-Bereich gehen wir dann zum Menüpunkt Design und Inhalt und suchen uns als erstes eine Designvorlage aus, die zu unserem Lokal am besten passt. Hier haben wir die Auswahl zwischen 6 verschiedenen Designs. Urban ist ein modernes und sehr minimalistisches Design. Es wird sehr von deiner Farbauswahl geprägt sein. Bei Florenz kann man von einem mediterranen Look sprechen. Die Designelemente und Farben sind hier bereits vorgegeben. Dasselbe geht für das Monsoon-Design. Die hier vorgegebenen Elemente und Farben lassen die Website edel wirken und haben einen orientalischen Touch. Unser Midnight-Neon-Design zielt ganz klar auf Lokale mit primären Abendgeschäft ab. Ich würde fast schon sagen, die perfekte Wahl für eine Bar. Und das Café-Design spricht für sich allein. Mit den charmanten Brauntönen und den Illustrationen der Kaffeezweige weiß man schon beim ersten Blick, dass es sich hierbei um ein Café handeln muss. Das letzte Design, das Classic, lässt dir den meisten Spielraum, was dein eigenes Designtalent angeht. Hier kannst du Hintergrundbilder, Farben und Schriften komplett selbst bestimmen. Ich entscheide mich heute für das Café-Design. Da ich selbst ein absoluter Kaffee-Fan bin, nutze ich die Chance, mein eigenes kleines Café zu eröffnen. Gehen wir dann direkt mal weiter und passen die Vorlage an. Bei deinem Gast werden immer die eigenen Bilder am besten ankommen, denn so kann dein Gast sich einen Eindruck von deinem Lokal machen. Also verzichte stets darauf, Stock-Images, also gekaufte Bilder, für deine Website zu verwenden. Und lege großen Wert darauf, die Qualität deiner Bilder hochzuhalten. Ich werde das Bildchen noch etwas abdunkeln, damit man den Titeltext meiner Website auch noch gut erkennen kann. Hier hast du jetzt auch die Chance, dein Logo zu hinterlegen. Lade es einfach hoch und speichere es, damit es oben links auf der Website oder als Favicon im Browser angezeigt wird. Es ist absolut kein Weltuntergang, wenn du noch kein Logo hast. In diesem Fall wird einfach der Name deines Lokals als Logo verwendet. Ich kann dir aber nur ans Herz legen, dir ein eigenes Logo zu besorgen. Denn das wird dir helfen, leichter von deinen Gästen wiedererkannt zu werden.
Hast du Bilder, zum Beispiel von der Inneneinrichtung oder speziellen Gerichten, kannst du diese unter dem Punkt Galeriemedien hinzufügen. Entweder via Drag and Drop oder über die Suchfunktion deines Rechners. Vergiss dabei aber nicht, deinen Bildern eine kurze und eindeutige Beschreibung hinzuzufügen. Das hilft dir auch bei deinem Google-Ranking. Kommen wir nun zur Beschreibung deiner Website. Der Begrüßungstext wird direkt unter dem Namen deines Lokals stehen. Versuche bei der Begrüßung nicht zu generisch zu klingen. Steche aus der Masse heraus und sei individuell. Es geht dabei weniger, den Gast mit einem Hallo oder herzlich willkommen zu begrüßen, sondern darum, dass der Gast mit diesen ersten Worten auf der Website begrüßt wird. Es könnte auch ein Zitat sein, das die Philosophie deines Lokals widerspiegelt. Die Überschrift wird dann unter deinem Titelbild stehen und deinen Vorstellungstext einleiten. Hier kommt ein cooles Feature von Dish zum Vorschein, nämlich der automatisch generierte Beschreibungstext. Dieser wurde anhand der vorherigen hinterlegten Informationen aus dem Onboarding generiert und ist dadurch individuell auf mich angepasst. Das gilt sowohl für die Überschrift als auch für die Vorstellung. Besonders gut daran ist, dass der erstellte Text dann schon suchmaschinenoptimiert ist. Ein Punkt weniger, um den man sich dann sorgen muss. Du bist aber selbstverständlich nicht gezwungen, den generierten Text zu übernehmen. Wechsle einfach von automatisch auf manuell und schon kannst du eine komplett eigene Überschrift und Vorstellung erstellen. Oder du passt den vorab generierten Text einfach nur etwas an. Ein Punkt, den wir nicht vergessen dürfen, ist die Metabeschreibung. Das ist der Text, der als kurze Zusammenfassung bei Suchergebnissen wie zum Beispiel Google dient. Ein weiteres cooles Feature ist die automatische Übersetzung. Meine Website wird erkennen, wenn ein Besucher eine andere Sprache spricht und zeigt dem Besucher die Website dann vollständig übersetzt in seiner Sprache an. Wir können uns meine Website dafür mal kurz im Englischen anschauen. Soweit sieht die Website schon richtig gut aus. Wir haben unsere Beschreibung, ein paar schöne Bilder und unsere Serviceleistung sowie die Öffnungszeiten sind gelistet und sehen ansprechend aus. Jetzt möchte man eventuell aber noch sein Team vorstellen oder auf Events und Gutscheine hinweisen. Dafür gibt es den Menüpunkt Inhalte im Admin-Bereich. Hier kann ich beliebig viele Blöcke mit individuellem Inhalt erstellen. Ich könnte hier zum Beispiel etwas über den eigenen YouTube-Kanal erzählen und diesen auch verlinken. Schauen wir uns das Ergebnis direkt mal an. Sieht super aus und war auch super einfach. Dasselbe geht natürlich auch für andere Inhalte. Lass da einfach deiner Fantasie freien Lauf und versuche dich darauf zu konzentrieren, was deine Gäste an deinem Lokal interessant finden und erzähle ihnen so mehr darüber. Lasst uns zum Schluss noch einmal die fertige Seite anschauen und bestaunen, was wir in so kurzer Zeit geschafft haben. Ich hoffe, du konntest super viel Neues aus diesem Video mitnehmen und auch auf deiner Website anwenden. Möchtest du jetzt noch auf dem Laufenden bleiben zu Themen in deiner Branche, besuche unseren Blog auf dish.co. Über dein Feedback zu unserem Video freuen wir uns sehr. Sei es ein Daumen nach oben oder ein Kommentar darüber, wie sehr dir das Video gefallen hat. Um keine weiteren Videos rund um Gastronomie und Digitalisierung zu verpassen, abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.